Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie ihr sehen könnt, ich sitze hier draußen. Es ist ultra warm, aber wir sind trotzdem ein bisschen hier draußen im Garten, Gras, Mähen etc. Aber es geht schon bis Auto. Da habe ich schon ein bisschen wieder weitergemacht und ich würde sagen, da zeige ich euch jetzt mal ein paar, ja, wie sagt man so schön, einfach ein paar Videos mit Musik im Hintergrund. Viel Spaß dabei. So, noch ein kleiner Nachtrag hinterher, bevor das Video losgeht. Ja, ich glaube, ein klein bisschen wieder habe ich zugenommen, wenn er die Videos mal so ein bisschen vergleicht. Aber ich versuche auf jeden Fall wieder abzunehmen. Also habe ich vor. Und das da ist grauenhaft. Ein Elektromäher bei 2.500 Meter Rasen. Ich weiß nicht, warum wir nicht schon längst uns mal um den Aufsitzrasenmäher gekümmert haben. Naja, kommt vielleicht dieses Jahr. Der Sommer fängt ja gerade erstmal an. Mal schauen. So, Video geht los. Viel Spaß dabei.
So, Freunde, wir müssen mal kurz reden, jetzt aus dem Off hier. Ja, was soll ich sagen? Ihr seht es, die Leiste, sie war mal schwarz. Das ist so ein kleines Problemchen, was ich leider habe. Ich hatte sie schwarz gemacht, bin aber leider Gottes hingegangen und habe sie nicht angeschliffen, sondern ich habe sie einfach nur schwarz lackiert. Es hat super gehalten. Nur leider ist jetzt durch den teilweise relativ starken Platzregen, den wir in der letzten Zeit hatten, so ab und zu mit den Unwettern und so, ist das alles wieder abgegangen. Ja, es war natürlich ziemlich doof, ne? Aber ihr seht, das ist die rechte Seite, die Beifahrerseite. Da geht's noch. Ja, aber Fahrerseite zum Beispiel habt ihr gesehen gerade. Gut, da habe ich es jetzt im Großteil auch schon abgemacht, aber Fahrerseite sah grauenhaft aus. Grauenhaft, ich sag's euch. Also das sind so ein paar Problemchen, so ich jetzt muss sagen muss. Vorne seht ihr Kühlergrill. Genau das gleiche ist auch abgeplatzt durch diesen blöden Regen. Und ja, ist halt ziemlich schade. Ja, die hat sich da auch irgendwie festgesessen, keine Ahnung, was die da will. Ja, und dann seht ihr, das nächste Thema ist natürlich die Motorhaube. Ihr seht es, ich habe die Motorhaube gerollt. Ich habe die nicht gesprüht, ich habe die gerollt, die Motorhaube. Und ja, also was soll man da großartig zu sagen, ne? Am besten sage ich da gar nichts zu, außer dass ich da nochmal drüber gehen muss. Geht schon gar nicht mehr anders, weil was bringen wir da denn, ne? Ihr seht es, wie doof das aussieht auf eine Art und Weise. Also muss ich da nochmal drüber gehen. Das ist das Beste eigentlich, was ich machen kann. Ja, das gleiche Problem haben wir natürlich auch hier, wie ihr sehen könnt, so ein bisschen an den Radkappen. Da platzt es auch wieder ab. Und das ist Plastik. Das ist kein Alu oder sowas. Ne? Das ist Plastik, darf man nicht vergessen. Ja, ihr könnt mal scannen, wenn es funktioniert. Ich glaube zwar nicht. Ja, und die andere Seite, die sieht eigentlich relativ gut noch aus. Eigentlich ist das eigentlich so gewollt, wie es, oder so, wie es wollte. Da haben wir auch noch ein paar Sachen. Ja, und dann hier mal kurz eben so zum Thema Fahrerseite. Hier mal der Kotflügel, ne? Also ihr seht, was da so Kleinigkeiten, die ich noch machen muss. Hier hinten, hintere Fahrertüre genauso. Ihr seht das, diese Laufspuren, das muss ich definitiv noch wegmachen. Das geht gar nicht mehr anders. Das nervt mich schon irgendwie so ein bisschen. Da muss ich einfach noch mal ein bisschen schleifen, da genauso. Ja, und dann oben an der Tür könnt ihr ja auch sehen, da ist noch ein bisschen Silber, muss ich noch mal ein bisschen dran gehen. Ansonsten ist das eigentlich ganz gut, sieht schon ganz gut aus so. Kann ich mich eigentlich jetzt so nicht beschweren. Ja, Motorhaube habt ihr ja gerade eben schon gesehen, ne? Ja, und wie gesagt, das war jetzt so das, was ich euch noch dazu sagen konnte. Das ist halt ziemlich blöd, sagen wir mal so. Und ja, schade, aber ich gebe mich da dran und ich hoffe, dass endlich bald demnächst mal das Dach kommt. Und da versuche ich dann, ja, euch auch mitzunehmen. Also. So, das soll es erstmal für dieses Video gewesen sein. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat und auch gerne ein Abo. Schreibt was Nettes in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann und ciao.